Istanbul ist mehr als eine Stadt nur auf zwei Kontinenten. Das alte Konstantinopel verbindet Tradition, Kultur, ein Austausch von Menschen, einfach eine wahnsinnige Atmosphäre. Jährlich 13 Millionen Menschen besuchen diesen Ort hier in Istanbul und davon alleine 1 Million Menschen aus Deutschland. Ja, mach dich auf ein Abenteuer gefasst. Erkunde mit mir gemeinsam diese Stadt in diesem Video und ich gebe dir jetzt Tipps und Tricks für den allerersten Einstieg in diese Megametropole Istanbul, wie auch dein Städteurlaub hier in dieser Megametropole erfolgreich sein wird. Der allererste Punkt ist die Einreisebestimmungen hier in die Türkei. Du hast die Möglichkeit, dass du mit dem Personalausweis oder deinem Reisepass hier in die Türkei von Deutschland aus in die Türkei fliegen kannst. Die ganzen Bestimmungen verlinke ich dir hier unten unter der Videobeschreibung, so dass du das blicken kannst, was das Auswärtige Amt hier dazu schreibt und welche Voraussetzungen gegeben sind. Achtung, dein maximaler Aufenthalt ist auf 90 Tage in einem Zeitfenster von 180 Tagen beschränkt. Das heißt, du kannst bis zu 6 Monate in der Türkei bleiben. Allerdings dürfen diese 6 Monate nicht zusammenhängen, sondern müssen in Blöcken von 90 Tage, 90 Tage Ausreise, 90 Tage erneute Einreise, 90 Tage Ausreise ablaufen. Im Fall, dass du sagst, Mensch Marc, mir gefällt das so gut hier in der Türkei, ich möchte doch gerne länger bleiben. Ja, diese Möglichkeit hast du. Direkt nach deiner Einreise kannst du innerhalb dieser 90 Tage quasi hier vor Ort eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen. Das bringt uns zum nächsten Punkt. Ein Geheimnis, was du hier mittlerweile bei Marc on the Road natürlich kennengelernt hast, sind die kleinen Überraschungen. Das heißt, einfach mal drauf loslaufen. Hier in Istanbul funktioniert das hervorragend, um dann solch eine Schönheit zu haben, die ich dir jetzt hier präsentiere. In Istanbul gibt es aktuell 2 Flughäfen, die von Deutschland aus angeflogen werden. Das ist einmal auf der europäischen Seite der neue Hauptstadtflughafen IST, das ist Istanbul International Airport. Sehr, sehr modern das Ganze und erst vor, ich glaube, ist vor 2 Jahren eröffnet worden. Der Flughafen liegt selber nordwestlich vom Zentrum. Ja, hier ist es allerdings so, es gibt keine direkte Metroverbindung zum Stadtzentrum. Das heißt, du bist erstmal angewiesen auf die Shuttlebusse oder auf natürlich Taxen. Also mit dem Taxi oder so. Du kannst natürlich auch mit dem Airport Shuttle fahren, das ist der Havaist. Dauert ungefähr 1 Stunde in das Stadtzentrum von Istanbul. Auf der asiatischen Seite liegt der etwas kleinere, aber nicht desto trotz unproduktivere Flughafen von Sabiha Gökçen. Ja, das ist SAW als Codename. Hier ist es so, hast du die Möglichkeit natürlich mit dem öffentlichen Busverkehr, dem Hoverbus Airport Shuttle mit Taxis und natürlich auch Private Shuttles nach Istanbul Stadtzentrum zu kommen. Du kannst zum Beispiel zum Taksim Square fahren für 52,50 türkische Lira oder nach Kardikoy für 39 türkische Lira aktuell. Auch hier wie am Hauptstadtflughafen Istanbul International Airport gibt es auch keine direkte Metroverbindung aktuell. Die ist allerdings im Bau und hoffentlich wird die in 1-2 Jahren fertiggestellt sein. Das Stichwort Unterkunft. Ja, der eine oder andere ist unsicher, wo man seine Zelte aufschlagen soll, wo ich eigentlich übernachten soll. Keine Sorge, Marc on the Road hat das für dich abgewickelt. Ganz einfach, der Stadtteil Sultan Ahmed ist vermutlich der richtige Startpunkt für deine Zeit in dem wunderbaren Istanbul. Ja, hier befinden sich die meisten Sehenswürdigkeiten, die du bei deinem Einstieg in diese Megametropole entdecken und besuchen möchtest. Also, Stadtteil Fatih beispielsweise ist einer dieser Orte, wo du ein Hotel dir nehmen kannst. Ich habe einige Hotels hier in Istanbul schon mal getestet. Ja, verlinke die hier unten unter dem Video. Meine Hotelempfehlungen, die ich habe, damit auch du einen perfekten Urlaub in Istanbul verbringen kannst. Kleiner Hinweis, jedes Mal, wenn du quasi einen dieser Links verwendest, erhalte ich eine kleine Provision direkt von dem Buchungsveranstalter. Das heißt, für dich ändert sich nichts am Preis und du zahlst auch nicht meine Provision. Also keine Sorge, du hilfst mir allerdings, dass ich natürlich hier weiter diesen kostenlosen Content für dich erzeugen kann. Das ist auch das
alles, was ich zum Thema Unterkunft zu sagen habe. Also, lass uns fortfahren mit dem nächsten Punkt. Fast 16 Millionen Menschen nennen Istanbul die Heimat. Eine Stadt dieser Größe braucht natürlich ein effizientes Verkehrsnetz. Meiner Meinung nach hat das Istanbul. Also, du findest hier natürlich die verschiedensten U-Bahnen, Metros, S-Bahnen, die Marmaray. Das ist eine U-Bahn-Verbindung, die quasi unter dem Bosporus durchführt. Und natürlich die legendären Fähren von Istanbul. Um das Beste zu machen für euren Trip, benötigt ihr nur was Kleines, Rotes. Aktuell die Istanbul-Card. Diese Karte könnt ihr gegen ein kleines Entgelt an jeder Metrostation erwerben. Ihr toppt das Ganze auf mit ein bisschen Geld. Und jedes Mal, wenn ihr diese Karte dann einsetzt, erhält ihr einen kleinen Discount auf die Fähren, die ihr benutzt, auf die Buslinie, die ihr gerade benutzt oder einfach allgemein in den U-Bahnen. Also, das ist die effizienteste Möglichkeit meiner Meinung nach, um wirklich Istanbul zu erleben, um Spaß zu haben, um das Gefühl zu bekommen, für 3-4 Tage in dieser Stadt zu sein. Und für dich, der das allererste Mal unterwegs ist, ist genau das Richtige. Auf geht's zum nächsten Punkt. Bevor ich mit dem Video fortfahre, wie schaut's aus mit dem Abonnement? Einmal da unten draufklicken. Danke dir vielmals. Und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Tipp. Was musst du gesehen haben, wenn du Istanbul besuchst? Ja, es gibt eine riesen Auswahl und ich glaube, du kannst wirklich erschlagen sein von dieser Anzahl an Touristenattraktionen, Sehenswürdigkeiten und wunderbaren, geschichtsträchtigen Orten. Meine Tipps an dich sind ganz einfach und zwar, das ist natürlich hier das Hippodrom vom Konstantinopel am Sultan Ahmed Platz. Die Blaue Moschee, die wunderbare Hagia Sophia, der Topkapi-Palast, die legendäre Galata-Brücke mit dem Galata-Tower, also den Galata-Turm im Hintergrund, der große Bazar, die Basilika-Zisterne. Das alles übrigens findest du wirklich in dem Stadtviertel Sultan Ahmed. Also mein Tipp, was ich dir auch gesagt hatte mit der Unterkunft, deckt eigentlich das ab, was du wirklich für deinen Istanbul-Urlaub benötigst. Dazu kommt natürlich eventuell noch der kleine Ausflug nach Beşiktaş zum Dolmabahçe-Palast und eine legendäre Tour am Bosporus oder auf dem Bosporus. Also eine Bootstour sollte anstehen, ja, ob es nur eine kleine Übersiedlung ist oder eine Übersetzung quasi von Karaköy nach Kardikoy auf die asiatische Seite oder wirklich die ganz große Tour entlang des Bosporus, gegebenenfalls mit einem Ausflug auf die Prinzeninseln, das sei dir überlassen. Aber das ist Istanbul, einzigartig! Mein Geheimtipp an dich, die Kora-Kirche. Dazu schau dir am besten meine Reisedokumentation an, die ich über Istanbul gedreht habe. Preisgekrönt! Hier oben. Und was ich dir auch noch empfehle, ist einfach drauf loslaufen, um solche Orte zu entdecken. Promenadenspaziergang Üsküdar nach Kadıköy und von dort nach Fenerbahçe. Auch das sollte anstehen und gehört zu den Sehenswürdigkeiten von Istanbul dazu. Eines meiner Lieblingskapitel, Essen und Getränke hier in Istanbul. Eintauchen in die kulinarische Welt am Bosporus sozusagen. Also fangen wir an, was ist typisch? Natürlich der Chai, das Teeland der Türkei und auch Kaffee. Türkischer Kaffee, etwas hier unter anderem mit der Geschichte des ältesten Kaffeehauses der Welt, ansässig am Bosporus. Essenstechnisch sei zu empfehlen für deinen allerersten Besuch. Sag ich mal, fangen wir an mit den typischen Kebab-Gerichten. Hier würde ich dir mit dem Adana Kebab, das ist so gegrilltes Hackfleisch und dann zubereitet als ein Kebab, empfehlen. Einfach nur lecker. Das Ganze kannst du auch in einer würzigeren Variante haben. Dann gibt es natürlich Baklava, Kühne Fee,
der Börek. Fisch darf natürlich nicht fehlen hier in der Türkei. Auch eine Linsensuppe, zum Beispiel hier Mercimek Çorbası ist zu empfehlen. Köfte, Lahmacun, das ähnelt einem elbischen Flammkuchen von der Konsistenz her. Sehr, sehr dünn das Ganze. Eine Pide. Das tägliche Frühstück, das türkische Frühstück darf natürlich nicht fehlen mit den verschiedensten Oliven und Käsesorten. Sehr, sehr lecker. Börek ist unter anderem auch dabei mit einem Kaffee oder frisch gepressten Orangensaft oder Granatapfel zum Frühstück. Im Getränkebereich sonst natürlich der Anis-Schnaps Raki. Einfach nur lecker. Ich liebe es. Es gibt dann den türkischen Joghurt. Der nennt sich hier in der salzigen Variante Ayran. Ein Nationalgetränk. Auch unbedingt mal ausprobieren. Ja, Bierweise beispielsweise. Mein Lieblingsbier ist aktuell Efes glutenfrei. Efes ist eine Biermarke, die du ausprobieren kannst. Tuborg. Auch wenn es dänisch Original ist, aber es wird hier für den türkischen Markt in der Türkei gebraut. Dann gibt es natürlich Bomonti, eine weitere Biersorte, die sehr, sehr empfehlenswert ist. Sachen, die du auf gar keinen Fall machen darfst bei deinem Besuch in der Türkei. Allgemein oder auch natürlich hier in Istanbul. Also, zunächst einmal über Politik sprechen. Sollte offensichtlich sein. Kleiner Hinweis einfach darüber. Ja, du solltest auch nicht über Fußball dich unterhalten, ob jetzt Beşiktaş der bessere Club ist als Galatasaray oder Fenerbahçe. Wurscht. Nicht diskutieren. Ganz einfach. Nächster Punkt, was ihr auch nicht tun sollt, über Religion philosophieren oder sowas, macht man hier nicht. Ganz, ganz wichtig, denkt auch nicht daran, dass die Türkei zu Arabien gehört. Nein, ganz, ganz großer Fehler. Also werft niemals die Türkei in den gleichen Pott wie die arabischen Länder. Macht das nicht. Ganz, ganz großer Fehler. Weiterer Punkt, einfach, ihr müsst offen sein. Nicht Vergleiche ziehen mit Deutschland, sagen, ach, Deutschland ist besser in dem Punkt. Nein, ihr seid in einer anderen Kultur, ihr seid in einem anderen Land, ihr habt andere Menschen um euch herum. Respektiert diese. Taucht ein in dieses Land. Genießt es, lernt es kennen. Das ist die Art und Weise, wie ihr damit handhaben müsst. Also fängt nicht an, irgendwelche Vergleiche zu ziehen mit Deutschland oder so. Was benötigst du noch für deinen Istanbul-Urlaub? Natürlich schönes Wetter. Deinen Pass oder Personalausweis. Wie schaut es aus mit einer Reisekreditkarte? Einer Reiseversicherung? Ja, beides habe ich dir hier unten verlinkt. Das ist das, was ich dir empfehle. Auch das sind wieder Affiliate-Links. Also das bedeutet, ich würde eine kleine Provision bekommen. Für dich ändert sich nichts. Aber Versicherungsschutz ist wichtig auf deinen Reisen. Genauso, dass du liquide bist. Die Kreditkarte, die ich dir hier unten verlinkt habe, das ist diese Kreditkarte, über die ich auch ein Video schon gemacht habe und ich wirklich jedem empfehlen kann. Einfach stressfreies Reisen, stressfreies Leben im Ausland. Das waren meine Tipps und Tricks für deinen allerersten Besuch in Istanbul, was du zu beachten hast. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, du konntest was rausziehen für deinen Urlaub. Wenn du Fragen hast, Anregungen, lass es mich wissen in den Kommentaren. Peace and Blessings für dich und deinen nächsten Istanbul-Urlaub. Alles Gute. Wir sehen uns im nächsten Video mit weiteren Vlogs über Istanbul und die Türkei. Dein Marc. Adios.